Sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören auf das Predigtwort, es steht auch im Programmheft in der Mitte, Jeremia 17, 7 und 8. Gesegnet ist, der sein ganzes Vertrauen auf den Herrn setzt. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und der seine Wurzeln zum Bach streckt. Er fürchtet sich nicht, wenn die Hitze kommt. Denn seine Blätter bleiben grün. Er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Liebe Festgemeinde, liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, endlich ist sie da, eure Konfirmation. Nach der bangen Zeit des Wartens feiern wir. Und wir feiern ein Fest des Glaubens. Denn das ist Konfirmation, ein Fest des Glaubens. Heute werdet ihr vor dieser Gemeinde nicht nur das Glaubensbekenntnis sprechen, ihr werdet auch die Gelegenheit haben, Gott selbst zu sagen, dass ihr an ihn glauben und ihm folgen wollt. Wir haben ja heuer eine sehr spezielle Jahreslosung, in der es um den Glauben geht, und von daher wissen wir auch, dass selbst die Bibel uns einen klaren Blick schenkt. Glaube kann schwach werden. Glaube kann aufhören. Glaube kann an seine Grenzen kommen. Da sagt einer, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist das Großartige an dem Gott, zu dem wir heute kommen. Er verspricht uns, uns nicht fallen zu lassen. Er will euch helfen und segnen. Warum ist denn der Kirche der Glaube so wichtig? Mancher hält Glaube heute für eine haltlose Vermutung und deshalb auch für einen nutzlosen Zeitvertreib. Aber wenn wir vom Glauben sprechen, meinen wir ein tiefes Vertrauen. Und Vertrauen ist etwas, das wir für unser Leben grundsätzlich und auch an jedem Tag brauchen. Wem vertraut ihr, liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden? Der Industrie und dem Wohlstand oder Fridays for Future? Dem Staat oder Facebook? Vertraut ihr den Virologen vom Robert-Koch-Institut oder einem gelernten Koch, der mit dem Megafon auf Plätzen besser über Viren sprechen möchte als die Virologen? Vertraut ihr der Zeitung und dem Fernsehen oder den Influencern, den Meinungsmachern auf YouTube? Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der das Vertrauen in eine Krise gekommen ist. Und hinter den vielen Krisen, die wir so haben und die aufgerufen werden vor unseren Augen und Ohren, wird immer mehr sichtbar, es gibt eine Krise des Vertrauens. Auch des Vertrauens in die Kirche. Aber davon spreche ich nicht. Ich spreche nicht von dem Vertrauen auf die Kirche, sondern ich spreche von dem Vertrauen auf Gott. Und ja, auch das Vertrauen auf Gott kann in die Krise kommen. Davon habe ich ja schon geredet, von der Jahreslosung her. Aber, und das ist das Besondere, und deshalb ist es wichtig und gut, hier zu sein. Und immer wieder neu auf Gott zu hören, dieses Vertrauen
kann auch durch Krisen hindurch wachsen. Ja, gerade in Krisen wird Vertrauen wachsen, wenn sich herausstellt, dieser Gott ist vertrauenswürdig. Und wenn ihr die Bibel aufschlagt, vor allen Dingen in den Psalmen, dann werdet ihr Menschen finden, die sagen, dass ihr Vertrauen am Ende ist auf Gott. Und dass sie einen neuen Durchbruch gefunden haben, weil Gott ihnen in schweren Zeiten nahe ist. Das könnt ihr auch an Jesus Christus sehen, wenn ihr von ihm in den Evangelien lernt, wie er selbst Gott vertraut hat, über alles, was wir für fassbar und möglich halten, hinaus. Ja, und wie er von Gott spricht, als einem, dem wir so unbedingt vertrauen können und dürfen. Wenn ihr euch also an diesen Jesus haltet, dann kann euer Vertrauen wieder neu werden, immer wieder neu werden und wachsen. Er hat viele aus der Krise ihres Lebens herausgeführt, das lesen wir auch in den Evangelien. Durch ihn haben sie zu neuem Vertrauen auf Gott gefunden. Nun, wie wird das sein, wenn Jesus dein Vertrauen gewinnt? Darauf gibt unser Vers eine Antwort, eine schöne, bildhafte Antwort. Ein Mensch, der Gott vertraut, ist wie ein Baum, der ans Wasser gepflanzt ist. Mit diesem einfachen Bild wird eine unsichtbare Tatsache erkennbar. Wir alle leben aus der Zuwendung, die Gott uns schenkt. Sie ist die Quelle unseres Lebens. Eine Quelle, die uns auch innerlich ernährt und wachsen lässt. Ja, kräftig macht am inneren Menschen. Darum streckt der Baum seine Wurzeln zum Wasser hin. Jeder versteht, dass da ein Kreislauf entsteht, denn je mehr Wasser er bekommt, umso mehr Wurzeln kann er zum Wasser schicken. Und umso mehr Wurzeln kann er bilden, um die Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen, die er braucht. Die Wurzeln machen die Bäume standfest. Wir sehen die nicht, aber wir wissen, die sind da und sie geben dem Baum Halt. Und so ist das die Frage für euer seelisches Leben. Was macht euch in eurem Leben standfest? Das muss etwas Inneres sein. Äußerlichkeiten geben nicht genug Halt. Hier in unserem Park steht ein Baum, so gerade vor mir. Er ist schwer gezeichnet. Ein Video zeigt, hat jemand von der anderen Straßenseite gemacht, damals in diesem Sturm, wie der Sturm hier hineinweht in diese Bäume und wie sie schwer betroffen sind. Und dann plötzlich, wie ein großer Ast, ja, die Hälfte des Baumes abreißt und abbricht und hinausfällt bis auf die Straße. Aber der Baum steht. Seine Wurzeln geben ihm Halt, auch im Sturm. Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, so soll auch euer Vertrauen auf Gott Wurzeln in Gott hineintreiben, dass ihr standhaft bleiben könnt. Das kann klein anfangen und muss und wird immer tiefer gehen. So findet ihr Halt bei Gott in den Nöten des Lebens, weil ihr erfahrt, Gott lässt euch nicht alleine. Er versorgt euch und hilft euch. Habt ihr ihn darüber schon oder das schon gebeten? Die Blätter des Baumes sind ja auch hier erwähnt. Sie schaffen Lebensmöglichkeiten. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr so durch die Gegend fahrt, hier in unserem Bereich, ob ihr mit offenen Augen auch auf die Wälder schaut. Man sieht, wie in diesem Jahr viele Bäume dürr geworden sind durch Trockenheit und Krankheiten. Umso mehr macht jeder Baum Freude, der durch den Regen auch der letzten Wochen in frischem Grün vor uns steht. Die Blätter des Baumes sind ja nicht nur gut für den Baum. Sie sind gut auch für uns. Sie erneuern, was verbraucht ist. Kohlendioxid verwandeln sie in Sauerstoff.
Und sie tun uns damit einen lebenswichtigen Dienst. Wer im Vertrauen auf Gott lebt, der ist von Jesus her auch beauftragt, solche Dienste zu erfüllen. Jesus sagt das ja auch mit eindrücklichen Bildern. Ihr seid das Salz der Welt, das Licht der Erde. Und das wird erkennbar in den Aufträgen, die er uns gibt. Die sind anspruchsvoll, liebe Gemeinde. Das ist kein Kleinkinderkram. Drum sage ich euch, dass als Menschen, die jetzt durch euer Jahr erwachsen im Glauben werden, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist noch die einfachste, die wir kennen. Aber da wird auch gesagt, vergeltet nicht Böses mit Bösen. Was für ein Wort. Sondern trachtet danach, alle Zeit Gutes zu tun. Wenn wir so leben, dann verändern wir, dann erneuern wir etwas in dieser Welt. Und da könnt ihr sagen, ja, ich alleine bin zu wenig. Ja, darum sage ich es euch als Gemeinde. Ihr seid viele. Und dazu brauchen wir eine Gemeinde. Und deswegen ist eine Konfirmation ein in die Gemeinde hineingesegnet werden. Damit wir uns miteinander stärken. Damit wir das tun, was wir auch nur miteinander tun können. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Ich finde, das ist, als würden wir wie die Blätter eines Baumes das Kohlendioxid, das wir nicht atmen können, in Sauerstoff umwandeln. Also, so sollt ihr Christen sein, wie die Blätter der Bäume, die die Luft wieder frisch und klar machen. Eine Erneuerung und Auffrischung des Lebens möglich machen. Im Vertrauen auf unseren Gott werdet ihr erfahren, dass ihr selbst dabei nicht zu kurz kommt. Wenn ihr nicht nur für euch, sondern auch für andere lebt und handelt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Unshakable, so let my roots go down deep. Unmovable and unshakable in you. I wanna be unmovable and unshakable, so let my roots go down deep. Unmovable and unshakable in you. Streams of living water, and I wanna be like a tree planted by the streams of living water. I wanna be unmovable and unshakable, so let my roots go down deep. Unmovable and unshakable. Unmovable, so let my roots go down deep. Unmovable and unshakable. Yeah.